Genau, es geht eben ums Lessig Ökosystem, auch ein bisschen als Hintergrund der Hackathon, der stattfindet. Wir würden uns freuen, wenn viele von Ihnen kommen würden. Wir haben sehr viel Material, das Ganze ist eine komplette Seite im MOOC Conference, das heißt, Sie können sich danach in Ruhe alle Informationen nochmal anschauen. Wir werden über einzelne Punkte relativ schnell rübergehen, weil ich glaube, wir haben mehr als 15 Slides und jetzt noch 14 Minuten Zeit. Genau. Also, das Erste, worum geht es überhaupt? Also, das meiste, was man so tut, macht man in Java. Das heißt nicht, dass man nicht andere Sprachen, die auch auf dem Java-Ökosystem basieren, nutzen kann, um Confluence, Jira und so weiter anzupassen. Also, es gibt Beispiele, wie man zum Beispiel in Scala oder JRuby tatsächlich innerhalb des Atlassian-Ökosystems Dinge tut. Genau, die restlichen Technologien kennt man vielleicht als Java-Entwickler, sollte man sie kennen. Interessant sind eine Sache am Ende, nämlich Backbone und Soy. Das sind Sachen, die jetzt zum Beispiel gerade in der aktuellen Jira-Version gepusht werden. Das heißt also, auch die Sachen setzt Atlassian als JavaScript-Technologie bzw. als Templating im Vergleich zu dem doch jetzt momentan sehr stark verwendeten Velocity. Könnte es gut sein, dass man mehr und mehr Sachen mit Soy tatsächlich findet. Genau, was die wichtigste Änderung in den letzten Wochen ist der Atlassian Marketplace, der eingeführt wurde. Der ersetzt im Endeffekt das Plugin Exchange, ist nach wie vor angebunden an den Universal Plugin Manager. Die Möglichkeit, die jetzt besteht, kommt dann eigentlich hier. Die Lizenzierung von Third-Party-Herstellern funktioniert jetzt auch über den Marketplace. Man muss nicht jetzt bei zum Beispiel K15T das lizenzieren, sondern kann es über Atlassian, über den Marketplace machen. Und das ist total praktisch als Plugin-Entwickler, weil da kann ich sozusagen Shopping-Card, ich kann Trials mitverwalten, ich kann die Bezahlung, macht komplett Atlassian für einen, die Rechnungsstellung inklusive Steuern, total praktisch, auch sowas wie Renewals, also Lizenzerinnerung, dass man auch als Benutzer von einem Plugin, was man über den Marketplace gekauft hat, sozusagen gefragt wird. Und das Schöne ist, das erzeugt ja eine ganze Menge Aufwand, gerade für kleine Dinge, und die spart man sich komplett. Und Atlassian verlangt dafür 25% für das alles, was es da zur Verfügung stellt. Man muss nur noch seine eigene Funktionalität schreiben und kriegt dafür 75% von allem. Genau, dann das wohl wichtigste Komponente, um überhaupt ein Add-on oder Plugin zu schreiben, ist das SDK, momentan Version 3.11, Stand vorgestern. Man kann damit ganz einfach Confluence starten, Jira starten, in den Versionen, die dastehen. Weiter, das benutzt eben Maven, wie ich vorher schon angesprochen habe. Maven ist ein Build-Tool für Java. Es gibt hier dieses EMS, was eben eine Erweiterung ist von Atlassian für Maven. Und kann man einfach die Atlassian-Applikationen starten, debuggen, maintainen, wenn man das über das Plugin-SDK ausführt, kommen noch zusätzliche Komponenten mit dazu, die stellen wir später noch kurz vor. Was gibt es sonst? Features, ich kann mir ganz einfach einen Plugin erzeugen mit Atlas Create, Confluence Plugin oder Jira Plugin und kriegt dann schon ein Template für dieses Plugin mit einem Hello World, ganz einfach. Die anderen Befehle kann man sich mal anschauen, man hat ein Command-Line-Interface, wo man dann Jira und Confluence ein bisschen steuern kann. Zu dem SDK ist es ein voll funktionsfähiges Maven mit dabei, das schon vorkonfiguriert ist, ein paar Artefakte mitbringt. Mehr dazu kann man sich dann da auf den entsprechenden Seiten durchlesen. Macht es also drastisch einfacher, das zeigt die Message. Also damit es ist es brutal einfach, Erweiterungen zu schreiben. Man sieht nichts von der SGI und der ganzen Komplexität, die ist komplett versteckt. Man sieht nichts davon, dass gewisse Abhängigkeiten, sozusagen, die man sonst schwer von Maven, die man von Hand sonst installieren müsste, sind alle schon dabei, die relevanten und so. Also das macht es echt einfach. Genau, und das Releasen ist auch mit dabei, mit integriert, ein bisschen einfacher. Hier gibt es auch eine Anleitung dazu, die ich mal geschrieben habe. Kann man sich mal anschauen, wenn man Plugins selber schreiben und releasen. Genau, ja, Plugin-Module, welche Module gibt es? Es gibt 34 verschiedene Module für Confluence, 29 für Jira, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Was ist ein Modul? Ein Modul ist etwas, wo man tatsächlich
Jira oder Confluence oder andere Produkte erweitern kann. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, wo man eingreifen kann, zum Beispiel einen neuen Menüpunkt einführen oder ein Makro, das tatsächlich irgendwie heißt und auf gewisse Dinge reagiert, dass man da an den richtigen Stellen rankommt. Also das sind sozusagen ja, die relevanten Bausteine, aus denen sich Plugins sozusagen bedienen können, um überhaupt was zu tun. Genau, also entweder ein Makro in Confluence, wo man dann in schweifenden Klammern schreiben kann, oder ein neuer Menüpunkt oder ein Servlet. Alles, was man. Ja, Developer Toolbox ist etwas, was Atlassian zunehmend einführt. Das heißt, wenn man das Atlassian SDK benutzt, um zum Beispiel Tomcat mit Confluence zu starten, dann ist automatisch, wenn es im Development-Modus ist, sind verschiedene Zusatztools dabei und ist dann im Administrationsmenü zu finden. Und gerade bei Jira ist das, was da angeboten wird, richtig krass viel. Und eins von den Dingen stellen auch weiter hinten vor, nämlich das REST-Teil. Genau, super praktisch. Source Code ist ja von Atlassian-Produkten, wenn man sie lizenziert hat, offiziell erhältlich. Und das ist, wenn man komplexe Teile verstehen will, doch recht. Also es gibt nicht zu jedem, was die Atlassian-Produkte können, eine super gute Doku. Das ist aufgrund der Komplexität der Produkte auch schwierig. Und deswegen ist es ohne den Source Code manchmal echt hart, aber Atlassian ist ja so fair und gibt den Source Code. Das heißt, dann hat man auch wieder Chancen. Allerdings muss man aufpassen, es gibt ein paar kleine Stellen, wo Atlassian-Produkte, insbesondere andere kommerzielle Bibliotheken verwenden und deswegen den Source Code nicht freigibt. Also ein Beispiel davon ist der PDF-Export von Confluence, der standardmäßig dabei ist und an dem kommt man, soweit ich weiß, zum Beispiel nicht ran. Ist schade, aber manchmal möchte man nicht genau da eingreifen. Aber trotzdem, Source Code hilft sehr. Dann Integration in IDEs, Nutzerinfo. Es gibt also verschiedene IDE-Konnektoren, die Atlassian tatsächlich zur Verfügung stellt, nämlich einmal für IntelliJ Idea, ein Konnektor, der insbesondere Jira, Fisheye und Bamboo sehr gut anbindet. Dann bei Eclipse, das basiert auf Mylin, das ist im Wesentlichen das Jira, was angesprochen wird von der Funktionalität, also wo ich von Eclipse aus direkt mit Jira arbeiten kann, ohne dass ich in die Jira-Web-Oberfläche rein muss. Und witzigerweise auch, das war mir gar nicht klar, oder ist mir noch nicht so lange klar, eine relativ ausführliche Unterstützung für die Jira-Sachen in Visual Studio. Weil es tatsächlich einige Unternehmen gibt, die nicht nur Java-Sachen machen und dort oft ja Jira im Einsatz ist, sondern auch irgendwie .NET oder ähnliches, wo man dann im Visual Studio-Umfeld ist und auch dort kann man dann bequem mit Jira aus Visual Studio arbeiten. Ja. Genau, dann einer der wichtigsten Bausteine, um sich von außen zu connecten oder zu verbinden zu den Tools von Atlassian, ist eben diese REST-API, die wir heute auch schon ein paar Mal gehört haben. Dazu muss man sich einfach mal die Doku anschauen. Die einzige, die schon jetzt eigentlich richtig fertig ist, ist die von, oder die schon zumindest stable ist, ist die von Jira. Die anderen sind alle noch, werden mehr oder weniger weiterentwickelt und bis sie fertig sind, dauert es natürlich noch auch für die REST-API von Jira. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sie so mächtig ist wie die Soap-Schnittstelle, die es gibt. Für Confluence ist es leider Prototype-only momentan, aber man kann sie schon benutzen. Also steht zumindest drauf, also man darf davon ausgehen, dass sich noch Dinge ändern. Genau, man sollte. Genau, dann ist dieser REST-API-Browser. Da steht jetzt eben dabei, wenn man das Ding über, also wenn man sein Atlassian-Produkt über das SDK startet, dann wird dieser REST-API-Browser automatisch mit installiert. Das ist im Endeffekt ein Plugin und aktiviert. Und dann kann man seine REST-API nochmal schön über das Administrationsmenü in dem jeweiligen Produkt kann man sich nochmal schön anschauen und ausprobieren. Wen es interessiert, später dann mit der Pizza oder so, ich habe das bei mir installiert, das kann ich jederzeit zeigen, zumindest im Jira, als auch im Confluence. Genau, also bei den ganzen Seiten sind auch die Doku-Links auf die Developer-Doku dabei, da kann man sich dann genau anschauen. Ja, Features habe ich jetzt schon ein bisschen erwähnt, Realtime-Testing. Man kann diesen REST-API-Browser noch benutzen, um seine API zu dokumentieren. Und ja, genau. Coole Sache, ja. Ja. Nee, du. Genau, bevor man ein Plugin in den Marketplace hochlädt, kann man es noch gegen die verschiedensten
APIs testen lassen, gegen die verschiedenen APIs der verschiedenen Produktversionen testen lassen. Also ich habe zum Beispiel eine Confluence 3 und eine Confluence 4 und will jetzt mein Plugin schreiben, lade es dann da hoch und kann dann sagen, hier, ich will gegen die Version, gegen die Version, gegen die Version, gegen die Version, will ich es kompilieren, testen und dann prüft er im Endeffekt dieses Dashlane Plugin Cleanup, prüft dann im Endeffekt, ob es kompatibel ist mit der Version und gibt dann dementsprechend Fehlermeldungen aus oder halt alles okay in diesen vier Kategorien. Also unavailable, wenn man irgendwas aufgerufen, was nicht geht, deprecated, das ist, wird nicht mehr lang supported werden. Private, das kann sich relativ schnell ändern und valid ist okay, ich benutze irgendwas öffentliches, irgendeine stable API. Gibt es momentan zwar nur für Jira 5, weil das die einzige Plugin-API auch hat, die stabil ist, aber da kommen sicher jetzt in den nächsten Zeiten. Jo, Shared Access Layer, das ist, man kann für Atlassian-Produkte Produkte bauen, die in verschiedenen Atlassian-Produkten funktionieren. Das ist jetzt ein bisschen hart nachzuvollziehen. Ich kann also ein Plugin schreiben, was sowohl in Jira als auch in Confluence läuft. Und dort halt verschiedene Dinge unterstützt, je nachdem, in welchem Kontext das läuft. Und dafür bietet Atlassian diesen Shared Access Layer an, wo solche Sachen drin sind, wie eben zum Beispiel hier geschrieben Job Scheduling, Internationalisierung, wie man Einstellungen speichert, wie man mit Upgrades umgeht. Also wenn man sozusagen etwas hat, was in sich zusammenpasst, gerade Kombination zwischen zwei Produkten von Atlassian, ist das eine sehr praktische Sache. Genau. Atlassian Template Manager, Template Renderer ist noch nicht ganz fertig, aber soll ein bisschen den Umgang mit dieser Template Engine vereinfachen und bietet da einige Factory-Methoden, um einfach mit Templates einfacher arbeiten zu können. Ich glaube, das ist sehr interessant. Active Objects ist etwas, was jetzt ja schon in der aktuellen Jira-Version drin ist und in der kommenden Confluence-Version Bestandteil sein wird. Das ergibt die Möglichkeit des Plugins direkt eigene Tabellen in sozusagen verwalten können, die ja Plugin-spezifisch sind. Bisher war es ja so eine Art Key-Value-Store, den man so generisch haben kann. Und mit diesen Active Objects ist es dann wesentlich einfacher, auch performante Anwendungen zu schreiben, die eigene Daten verwalten. Und das ja, ersetzt Bandana und dieses Plugin Settings API und das wird für viele Plugins eine ganz relevante Sache sein, weil man dann endlich Dinge tun kann mit der Datenbank, die man sonst nicht tun konnte. So wird das 3.5 kompatibel. Ja, bitte? Wenn man es braucht, wäre es auch 3.5 kompatibel. Ja, das Problem ist, dass es in den Backups nicht mit integriert ist. Das heißt, wenn du sozusagen das reintust und dann ein Standard-XML-Backup machst, dann sind die Ergebnisse, das, was du reintust, nicht drin. Und das heißt, du darfst dich nicht mehr auf XML-Backups verlassen und du kannst nicht Inhalte zum Beispiel von einem Space von einer Instanz, von einem Space-Export in eine andere Confluence-Instanz reintun. Das heißt, da gibt es Grenzen und genau an den Grenzen wird gerade gearbeitet bei Confluence und in der nächsten Version ist das mit drin und bei Jira ist es schon drin. In der aktuellen Version. Genau, hier steht nochmal die Features, die genau schon erwähnt werden. Ja, habe ich jetzt gesagt. Ja. Entschuldigung. So ziemlich. Genau, die Activity Streams wurden komplett neu, komplett überarbeitet mit Jira 4, mit Confluence 4 und Jira 4.4. Es gibt jetzt halt viel mehr Möglichkeiten, interne, externe Quellen anzubinden. Die Interaktion von Confluence und Jira funktioniert jetzt tadellos, was früher nicht so wirklich gut war, meiner Meinung nach, aber jetzt wird es alles super. Und da kann man auch viel, haben wir ja schon vorher ein bisschen diskutiert, sehr viel eigene Sachen reintun oder auch wieder rausholen auf diesen Activity Streams, also das ist ein interessanter Mechanismus. Genau, also RSS-Feeds, Java API kann man Aktivitäten hinzufügen, eben eine REST API auch. Und man kann ja Inline-Aktivitäten über JavaScript, das muss man sich mal anschauen, das ist ganz interessant für die Bildstatus, wenn ihr sowas eh habt bei Planet Sports, dass die Bildstatus drin sind. Genau. Kann sich auch eigene Provider beschreiben, wo sie Daten herkriegen. Ja, das, was wir hier benutzen, um tatsächlich aus Confluence eine Präsentation zu machen, ist ja eine Speakeasy-Erweiterung, die tatsächlich, eine Minute haben wir noch, von einem Scania-Mitarbeiter geschrieben wurde, der die ja auch schon mal hier vorgestellt hat. Und das ist ziemlich praktisch, weil es im Prinzip Erweiterungen sind, die nur über die Oberfläche gehen, mehr oder weniger, und REST nutzen. Und dementsprechend jeder für sich entwickeln kann. Das heißt, über diese Speakeasy-Erweiterung, wenn man die einmal installiert hat,
kann jeder über ein eingebautes Git-Repository tatsächlich beliebige Sachen für sich hinzumachen und diese Dinge kann man dann auch sharen. Okay, unsere Zeit ist eigentlich rum. Aber ich glaube, 2-3 Sekunden haben wir noch, oder? Ja. Ja, Conference User Makros, ich glaube, die kennt eigentlich jeder, der so ein bisschen administrativ unterwegs ist. Das heißt also mit ein bisschen Templating und tatsächlich auch sagen, was für eine Art von Datentyp habe ich da und so weiter, kann man eine ganze Menge an kleineren Aufgaben über User Makros nutzen. Ja, also wenn man wirklich was programmiert, fängt es an, nervig zu werden. Ganz cool, neu, Remote Apps. Das ist also eben genau das, wo über Remote API Zugriff und sogenannte Plugin Points man was komplett selbst gehostetes entwickeln kann und trotzdem sozusagen sich registrieren kann bei dem Conference Jira, was auch immer, und sich dort dann integriert und aufgerufen wird zu gewissen, also man kriegt Callbacks für gewisse Sachen und dadurch kann man sich dann integrieren und es gibt auch Ideen von Adressien, das so zu machen, dass man auch so eine Erweiterung tatsächlich in dem Rahmen von Conference und Jira selbst ablaufen lassen kann. Das wäre dann sozusagen ein Extended Binary, wo man sagt, das kann man separat hosten lassen, oder ist es wirklich Bestandteil des Prozesses? Ich glaube, jetzt ist jeder ausgestiegen. Aber Sven, vielleicht erzählst du da noch mehr dazu. Ja, klar. Wunderbar. Gut, ich habe schon angesprochen, es gibt weitere APIs, kann man sich mal anschauen. Die meisten werden aber eigentlich nicht mehr weiterentwickelt und sollen auch nicht benutzt werden. Also REST APIs sind die. Also REST-JSON ist die Zukunft. Gut. Da kann man reinschauen. Und dann gibt es noch Bücher. Genau. Womit wir noch keine Erfahrungen haben, das sind eigentlich die meisten Sachen. Womit wir gute Erfahrungen machen, ist eben das SDK Speak Easy und User Makros. Und sowieso Plugin-Entwicklung generell, klar, jede Menge. Genau. Das war's dann. Gut, damit sind wir auch fast in der Zeit durch. Ist aber auch schwer, in 15 Minuten das gesamte Ökosystem abzugrasen. Vielleicht war die Zeit ein bisschen zu kurz gesetzt. War sehr grober Überblick, aber vielleicht kann man einfach was mitnehmen, was man braucht und da nochmal genauer nachschauen. Also die Seite ist eine Confluence-Seite, die ist bloß noch schreibgeschützt, lesegeschützt. Die ist dann sozusagen direkt verlinkt. Und soll Hunger machen auf den Adressen Plugin Hackerspann. Gut, damit übergeben wir wieder an den Moderator. Ja. Genau, jetzt ist es.